von den ganzen Genossen. So, ich gehe erstmal hier wieder ins Gebüsch. Ins Gebüsch. Ins Gebüsch, wo keins ist. Schon wieder, oder was? Ja, hier ist nichts. Ey, das ist voll Schieterei mit deiner niedrigen Grafik. Herzlich willkommen, Leute. Hier sind wieder eure Gamer Neighbors. Ich bin der Sebastian und der Fabio ist wieder am Start. Was geht, Leute? Und wir spielen wieder H1Z1 und Battle Royale, meine Freunde. Und wir versuchen mal wieder unter die Top 10 zu kommen oder am besten sogar wie in der letzten Folge das Top 1 Team zu werden. Und da würde ich sagen, wir fackeln auch wieder gar nicht lang und begeben uns direkt in die Vorhölle von H1Z1. So, da sind wir auch wieder. Der Server ist schon wieder recht schnell hier fix voll. Das heißt, so lange in der Vorhölle müssen wir gar nicht verbringen. Manchmal haben wir noch das Leaderback auf. Ich bin Fick und Foxy. Was habe ich bekommen? Ey, scheiße, da hat einer... wie heißt das Lied nochmal? The Root Sunstorm an. Ja, aber die Cisco-Version. Olaf Meister, bist Meister. You have no pass. Olaf Meister, Olaf Meister. You have no pass. Ist das so ein Russe, der singt, oder was? Die, Motherfucker, you die. Ich setze mich mal zu denen ins Auto, oder nicht? Mal gucken, ob ich dann noch eben schnell im Inventar meine Klamotten wechseln kann. He's watching you with the scout. Jetzt habe ich so ein braunes T-Shirt. Ne, ach, das... Jetzt habe ich schon wieder dasselbe T-Shirt freigeschaltet, was ich schon letztens hatte, ey. Ja, ich habe auch irgendwie zweimal das gleiche T-Shirt. Das kann ich aber wieder verkaufen auf dem Marktplatz. Du kannst diese Items wie Schuhe und so verkaufen, ne? Echt? Ja, ja, du kannst die bei Steam auf dem Marktplatz verkaufen. Das kauft doch keiner, so ein scheiß... Ja, doch! So, da ist ja so ein Riesenberg. Mal gucken, was es so in der Nähe gibt. Oh, da, Siedlung, ich sehe eine Siedlung. Ich fliege zur Siedlung rüber. Boah, Fabi, ich sehe dich nicht, ne? Okay. Ach, da unten bist du, direkt unter mir. Na, ich fliege direkt auf diese Siedlung hier zu. Na, mal gucken, komme ich auf... Oh, ich komme wieder auf so ein Dach rauf. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir, ja. Okay, da landet auch Alter, schon, da landen... Drei Stück sehe ich links von... Zwei links von dir. Mhm. Zwei vor dir. Oh, ja, ja, ja. Zwei ganz hinten. Ich geh hinten zum großen Braun, was so ziemlich hoch ist. Ich schaff's zwar nicht aufs Dach, aber scheinbar bin ich der Einzige da. Ja, wir sind da die Einzigen. Die anderen sind woanders gelandet. So, schnell rein da. Ich lande auf dem Dach aber auf jeden Fall. Oh, das wird knapp. Lol, hier ist ein verfickter leerer Raum. Wie komme ich denn hier hoch? Ha, auf dem Dach liegt nah, ja. Und hier oben nicht, unten nicht sogar ein Auto. Nice, nimm die Sparkplugs raus. Nein, ist nur kaputt. Ach, scheiße. Hab ich erst gedacht. Ich weiß nicht, ach, da komme ich hoch. Olaf Meister, Busmeister, Busmeister. Ist das von so Russen gesungen, oder was? Ja, ja, von Russen singt das. So, erstmal Pistol. Ah, noch eine AR. Nice. Aber keine Muni. Und eine Shotgun habe ich auch. Nice. Also ganz im, da doch oberste Etage liegt eine AR für dich. Nice. Ja, ich habe schon mal ein Health Pack, Pistol und die gute Armor. Die beste, oder was? Ja, blau. Direkt unten gefunden. Ich höre Auto schon draußen rumdüsen. Ja, das könnte auch sein, dass vielleicht welche reinkommen. He watches you with the scout. So, Rucksack. Boah, noch ein Health Pack, ey. Ich hab schon drei Health Packs. Oh, ich hab welche aussteigen gehört. Geh bitte in den Flur. Wir müssen die abfangen, Fabio. Ich bin leider ganz oben, ne? Deswegen. Ich komm hoch. Ich bin das, der jetzt hochkommt, ne? Ich bin das. Komm eins runter. Ach, du hast da gerade nachgeladen, okay. Hier, komm runter. Hier liegt auch eine AR mit Muni drin. Ich hab hier Autotüren gehört. Ich hab die. Nein, das war die Tür, ich hab die zugemacht. Hier liegt eine. Nee. Wo war die? Hier. Nice. Na, mein Rucksack, ich muss schon wieder was rausschmeißen. Dich drop ich. Warte, ich guck jetzt erstmal auf die Karte, wo wir sind. H7 sind wir. Ja, wir sind Cranberry. So, 30 Schuss ausgerüstet. Was ist das für eine? 9mm, nice. War meine Pistole, die ich dabei habe, auch 9mm?
Ja, 9mm, nice. Es leben noch 100 Leute, ist man dort ziemlich lange. Mhm. Auf Toilette ist auch nichts. Safe Zone ist noch nicht markiert. Aber hier scheint wohl niemand reinzukommen. Ich gucke die ganze Zeit auf dem Flur, da ist aber nichts. Ja, wir können noch dann dementsprechend ein, zwei Etagen runtergehen, weil da waren die Türen noch zu. Okay. Also ich bin hier entgegengekommen, ich bin gerade mal zur zweiten, glaube ich, gekommen. Also die zwischen uns müssten ein oder zwei zu sein. Die da unten müsste zu sein? Glaub schon, an die bin ich ja vorbeigerannt. Scheint auch nichts mehr drin zu liegen. War wirklich einer hier, ne? Hier ist auf jeden Fall niemand. Also hier ist niemand mehr drin, aber hier war vielleicht einer. Hast du schon ein Backpack? Ja. Backpack, Rucksack. Rucksack, Backpack. Puh. 91 noch, ja, diesmal geht's ein bisschen langsamer. 90. Wo ist die Granate? Da ist die Granate. So, gehen wir jetzt einen weiter runter? Jo, komm. Also die da drunter müsste eventuell auch zu sein, aber ist natürlich auf. Ah ne, da habe ich reingeguckt. Das habe ich die Tür zugelassen, ja? Oder hier war ich doch nicht drin. Ne, dann war ich hier doch nicht drin, wenn die ganzen Türen hier zu sind. Oh, hier ist noch ein Healthpack, nimm du mal mit, ich habe schon drei. Okay. Also hier im Wohnzimmer ist das auf dem PC-Tisch. Hier ist auch noch eine AR, ne? Nice, dann lass mal ein Munipack liegen. Jo. Hier auf dem PC-Schreibtisch. Die AR liegt hier wo? Im Schlafzimmer. Ah, hier ist noch ein Medipack. Nein, ja, irgendwo da hinten im Schlafzimmer oder so ein Scheiß war das. Ich finde hier nichts. Warte. So. Ich komme. Ach, da in dem Schlafzimmer. Okay, lol, ja. Da schießt einer. Safe Zone ist markiert und wir müssen wieder laufen. Stück laufen. Ja, ein ziemliches Stück sogar. Bist du unten? Ja, ich bin runtergegangen. Ja, am besten wäre ein Auto, ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt hier noch große Chancen drauf haben. Warte, wir sind H7 Cranberry, das heißt, wir müssen einfach die... laufen wir erstmal. Ich höre ein Auto. Schienen. Das war schon weg. Alter, ja, schreib ich doch nicht so. Surprise, Motherfucker. Oh, ein Helm. Helm. So, jetzt bin ich immer wieder Full Armor. Ich nicht. Fehlt noch Ding ins Armor. Ja, komm, rennen wir mal hier mitten über die Straße. Voll unauffällig. Er schießt uns. Ich glaube nicht, dass das hier noch unbedingt großartig was ist. Ja, zumindest du meinst an Leuten. Ja. Wer hat geschossen? Da hat einer geschossen. Da hinten links auf der Straße. Ja, lass den, ey. Warum genau haben wir jetzt auf den geschossen? Kommst du? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, jetzt verschanzt er sich irgendwo, ey. Hätten wir lieber mal nicht geschossen. Der macht das jetzt wie bei DayZ. Der killt mich dann und sagt, you don't kill me today. Willst du jetzt echt nach dem suchen? Ja, ich habe Angst, dass uns gleich in den Rücken fällt oder so. Ja, umgucken, der war alleine. Hat aber auch auf jemanden geschossen. Ja, oder jemand hat auf ihn geschossen. Und dann hast du noch auf ihn geschossen. Außerdem müssen wir moven. Das Auto an der Tankstelle, sieht das nicht heil aus? Nein, okay. Ja,
dann moven wir mal und moven wir. He says to you, you have no pass. Hinter uns sieht's noch relativ safe aus. Ja? Weise uns den Weg, weise Wegweiserin. Da steht ein Auto. Das ist eine Falle, ist eine Falle. Wir warten im Gebüsch, um unseren Loot zu holen. Das kann man nicht fahren, das steht da drin so. Denke ich. Ja. '62, jetzt geht's ein bisschen dezimierter zu. Es geht alles langsam runter. Es geht jetzt aber auch wieder schnell, ne? Ja, es geht. Erst die ganze Zeit 100, jetzt auch immer noch 60. Ja, weil sich alle schon der Safe Zone treffen, während wir wieder am Rennen ist. Das ist das Secret, ich sag's dir. Lass die alle anderen sich schon mal in der Safe Zone töten, ey. Und wir gehen an Reste ficken. Ja, ja, Reste ficken. Alter, wir gehen safe hier, Alter. Wir sind Sniper. Wir schießen nur, wenn wir müssen. Außer das gerade, das war unnötig. Der hätte ich haben können. Ja, ja, ich hab auch noch mit drauf geschossen und hab den aber, glaube ich, nicht unbedingt getroffen. Okay, ich hab 2 Schüsse verballert. Ich hab den richtig gegeben, ey. 2-mal Heli, der wollte nicht sterben. Ja, ja. Cheetah. Cheetah Gonzalez. Wo sind wir? Warte mal. Kurz vor der City. Oder vor Gebäuden. Wir sind bei dem Damm. Damm ist Safe Zone, oder? Nee, nee. Aber da gibt's oft ein Car. Also da stehen oft welche rum, einfach so. Oh, das Gas kommt. Wir müssen moven. Move, bitch. Get up the way. Get up the way, bitch. Aufpassen, dass hier nicht wieder einer rumcampt. Mhm. Ich würde trotzdem gerne einmal kurz gucken, ob hier vielleicht ein Auto rumsteht. Oder ob einer mit einer Schrotflinte auf dich wartet. Nee, steht aber nichts, glaube ich. Nee. Okay. Wo lang? Ja, jetzt über die Brücke und dann... einfach nach links. Okay, wow. Fall ich dann runter. Aha. Nein, erst über die Brücke, dann runter. Boah, da wäre ich echt gefallen. Ich gebe dir zu 360. Du meinst, du willst noch auffälliger durch die Gegend laufen? Wieso läufst du eigentlich mit einer Pumpe rum? Wieso läufst du eigentlich mit einer Pumpe rum? Das ist ein Auto. Und da liegen Tote. Oh oh. Der hat bestimmt die Zündschlüssel rausgenommen. Nee. Alle tot einfach. Komm schnell rein. Warte, kann ich noch in den Back gucken? Oh. Bist du ausgestiegen? Ja. Oh, schreck mich gleich so. Oh, die hatten schon was dabei. First Aid Kit und so ein Scheiß und hat einer von den Armor? Ich glaube nicht, zumindest habe ich Shotgun gesehen. Ah, noch mehr Shotgun Money, noch mehr Health. Ja, der hier hat einen Military Rucksack. Doch hier, Wooden Armor. Und eine Shotgun. Musst du wissen. Ich habe mir seine Klamotten geklaut. Beste. Ich steig schon. Ja. Nein, ich will nicht fahren. Kannst rein. Jo. So schnell mein Inventarplätze wechseln. Ja, natürlich bin ich dann im Auto-Inventar. Ich will aber nicht im Auto-Inventar sein. Kannst da oben auf Loadout drücken, wenn du im... Ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Einmal die Straße lang, okay. Auf geht's. Ich darf das Molotow nicht in Item Platz 2 oder 1 wählen. Nee, musst du schon in so einen Waffenplatz reinpacken. Nee. Oder doch. Mit der Shotgun müsste ich ja jetzt genug... Muni auch dabei haben. Oh wow, 3 Schüsse in der Shotgun, leck mich. Was machst du? Ich guck gerade, wo wir sind. Okay. Na, nehme ich doch lieber die Pistole anstatt die Shotgun mit nur 3 Schuss. Ey, ich habe 5 Medikits. Ja, ich habe auch 4. Im Grunde können wir da oben an der Hauptstraße, so an der Ecke, wo das Hotel ist,
eigentlich so abwarten. Und weil wir ein Auto haben, können wir da warten und gucken, wie der Kreis sich verkleinert. Und wenn sich jemand ans Auto rantraut, dann abknallen, bam, wenn das Hotel leer ist. Also du weißt an der Map direkt, wo es dann einfach nach links geht, ne? Also zumindest ein Bild vom Hotel. Das Hunter's Truck Stop. Da sind wir gerade gar nicht. Nein? Ach, wir Nein. kommen von da unten, von der City hoch oder was? Ja. Ja, dann können wir aber trotzdem dahin. Dann müssen wir aber erst durch die Stadt fahren. Hä, wo sind wir denn? Ach, kommen wir von so weit unten oder was? Ja. Das heißt, wir müssen erst durch die große City durch oder was? Ja, ja. Okay, ich weiß noch manchmal aber auch nicht, warum ich darauf gekommen bin. Okay, wahrscheinlich, weil wir so lange geradeaus fahren. Bald ein qualmendes Auto. Wo? Ja, direkt vor uns. Oder da quant zumindest was. Da ist nur eine brennende Tonne. Ja. Driving Skills. Ja, das Fahren ist richtig komisch in dem Game. Ja, in welchem Game? Jetzt mal im Ernst. In allen solchen komischen Games ist das Fahren immer voll scheiße. Schüsse, in der Nähe, fahr weiter bitte. Oder willst du jetzt hier anhalten? Ich fahr irgendwie so. 43 sind noch übrig. Fahr bloß weiter, ich hab hier Schüsse gehört. 42 noch übrig. Übrig, sind wir hier safe oder was machst du? Ja, raus hier. Okay. Ist das hier schon Safe Zone, aber es ist nur der Rand der Safe Zone nicht? Ja, raus oder rein? Oder was wird's jetzt? Nein, ich hab die Sparkplugs noch rausgenommen. Achso, du meinst so, wie ich das gemeint habe, ne? Jetzt hier verschanzen und warten bis. Wir warten jetzt erst und dann, wenn es weitergeht, dann holen wir uns das Auto und fahren weiter. Nicht ins Gebäude rein? Nach Loot suchen? Ja, können wir machen, komm. Tür ist offen. Hier liegt noch ein Helm, ne? Ich hab einen Helm. Okay, ist unter der Kapuze versteckt. Ah, okay, war glaube ich keiner. Hier ist Shotgun-Money. Nice. Auto. Idinahu, sagt er. Da schießen welche. Gehst du vorne gucken oder was? Ja, ich warte hier. Ja, sag mir. Oh, da hinten geht die Schießerei ab. Ich bin. Oh, man kann oben aufs Dach. Echt? Ja. Geh einfach direkt oben hoch. Und hier liegen ein paar Crossbows, wenn du welche brauchst. Ja, klar, Rambo-Action. Ja, aber nein, richtige Crossbows, ne? Nicht Bogen, sondern Crossbows. Ach so. Ja, jetzt hättest du das Auto ein bisschen zentraler stellen müssen. Da hätten wir vorher das Auto glitschen können. Müssen wir nur aufpassen. In jedem Fenster könnte einer sitzen. Wir müssen raus. Wir müssen zum Auto. Kreis ist kleiner geworden. Guck mal nach, wo lang. Wir müssen nach, also so in im Norden in die Richtung, also einfach die Hauptstraße weiter hoch. Ja, genau. Rechts von uns ist einer. Scheiß auf den. Der muss laufen. Da steht ein Auto. Fahr weiter. Ist nicht kaputt. Aber es, ey, guck mal, wie viel Leichen. Ich würde hier nicht aussteigen. Nimm das Auto mit. Was ist, wenn die... Ja. Alter, das ist voll kaputt, ne? Egal, Hauptsache kein anderer hat das. Auf Shift kannst du Boost geben. Ja, ich weiß. Lass hier rechts runter. Ja, ich bin jetzt aber hier oben auf der Brücke. Also durchgefahren. Willst du durchs Feld oder was? Ja. Ich fahr dir hinterher.
Pass auf, dass du dich gleich hier überschlägst, ey. Wir sind D4. Relativ safe, aber wir können noch ein bisschen weiter geradeaus fahren. Aber wir sind schon bei der Straße da, okay. Ach, bei der Querstraße? Ja, bei dieser Schotterweg. Schlangenlinienstraße sind wir. Ja, sollen wir dann einfach die Autos jetzt hier hinstellen und uns in Gebüschen setzen und dann warten. Hier siehst du, hier oben sind ein paar Gebüsche und da hinten stehen noch ein paar Autos auf der Straße. Und dann warten wir jetzt hier einfach in den Gebüschen. Ich will mit dem Wagen aber nicht mehr weiterfahren, ey. Da brauchen nur ein paar Leute draufballern und das Ding explodiert. Wo bist du? Ich sitze noch im Auto, warte. Also ich sitze jetzt hier. Geh mal ins andere Gebüsch gegenüber oder so. Du sitzt in keinem Gebüsch. Doch, ich sitze in einem Gebüsch. Nein. Bei mir ist das aber ein Gebüsch. Bei mir ist da einfach gar nichts. The fuck? Bei mir sitzt du einfach im Nix. Sitzt du so weit weg vom Auto? Denk dann, es regnet. Man kann das doch gut sehen. Ist hier ein Gebüsch, wo ich stehe? Hier? Nein. Ey, ich sitze aber bei mir im scheiß Gebüsch. Ja, ich habe die Grafikeinstellung niedrig, ne? Keine Ahnung, ob man das deswegen nicht sieht. Lol, das wäre ja voll der Cheat, ey. Aber auf jeden Fall sehe ich. Auf jeden Fall sitzt du im Kerngebüsch drin bei mir. Du sitzt einfach mitten auf dem Weg. Lol, ach. Jetzt kann ich kein Gebüsch mehr vertrauen. Nur weil du einen Gammel-PC hast. Aus der Entfernung, der kill mal einen, ey. Aber die anderen Gebüsche in der letzten Runde, die hast du gesehen. Ja, es sind halt wahrscheinlich immer nur so einzelne. Du sitzt wieder im Keim, ne? Ich schwöre, hier ist ein scheiß Gebüsch. Ich sitze jetzt hier, ist ein Gebüsch. Okay, wenn du erschossen wirst, dann... Das ist nicht meine Schuld. Oh, halt dein Maul. Da muss ich jetzt halt in diese blöden Blätter gehen, die eigentlich Zero Deckung geben. Zumindest setze ich mich direkt hinterm Baum. Baum, 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 Baum. Oh, ist der Kreis wieder kleiner geworden? Ja. Ja, ein bisschen. Wir sitzen in D4. Könnte sogar... Nee, wir müssen weiterfahren. Oh, da fährt auch ein Auto. Da fährt rechts ein Auto. Fährt aber an uns vorbei. Wir müssen weiterkommen. Ich höre Schüsse. Ja, da hinten ballern sie alle. Wie du einfach so voll so reinjobst. Ganz normal. 28 Stück nur noch. 27 Stück. 26 Stück. Alter, der Typ tötet, ey. Oder sollen wir lieber zu Fuß weitergehen ab jetzt? Nein. Bist du dir sicher? RIP. Dein ist eine Hütte, lass reingehen. Sind wir auch hier wirklich safe? Ja, RIP. Rucksack, Revolver, Stun Grenade. So, wir sind in D3. Ja, ist die Frage. Das müsste safe sein, relativ D3, ne? Ja, das ist safe. Setz dich mal nicht direkt vor mir. Ich packe nämlich jetzt die Schrotflinte aus, dass wenn einer die Tür aufmacht, kriegt er eine volle Ladung. Oder so wie ich stehe, eine volle Ladung in der Head. Wenn hier einer reinkommt, boxe ich den tot. Genau. Oh, ein bisschen weiter. Ist wieder kleiner geworden.
Jupp. Komm. Aber ich würde ohne Auto gehen. Die Zone ist jetzt so klein, ich würde das Auto stehen lassen, um ehrlich zu sein. Ach Quatsch. Das ist ungelogen, das ist viel zu auffällig. Die hören uns und sehen uns voll. Ja, aber dann fahr. Niemand sieht uns. Gelogen, wir fahren irgendwo hin, sagen, steigen aus und sind tot. Weil die alle das scheiß Auto sehen und hören. Ich sag's dir, ich bin Überlebensprofi. Macht zum Überleben kein Auto. Ey, der Kreis ist so klein. 18 Remain. Komm, lass aussteigen. E3. Ja, meine ich doch, ist besser. Ist viel unauffälliger. Ich pack noch eben C4 an dem Wagen, dann können wir weiter. Was ist C4? Hast du denn die Zündkerze rausgenommen? Ja, klar. Immer. Nein, nicht hinlegen. So, wir sind E3. E3 sagt relativ safe, bloß wie weit von E3 sind wir rein? Ist jetzt hier die Frage. Oh, Schüsse. Von hinten links kamen die. Ich sneak mich mal hier vorne ins Gebüsch. Wo hoffentlich auch eins ist. 16 sind noch übrig. Da kommt da alles von da hinten. Willst du ja unbedingt mitmachen, ne? Das ist alles hinter dem Berg hier. Was nicht heißt, muss, dass nicht welche hinter uns sind. Da hinten steht das Polizeiauto. Sind immer noch da steht auch einer. E3, ja, lass den doch. Die ballern sich da hinten jetzt richtig hoch. Nee, warte mal. Das ist so verbuggt bei mir, ne? Ich kann da reingucken, da sitzen zwei in einem Auto drin. Ja, dann lass die, ey. Aber es raucht, oder? Ja, es raucht. Sollen wir hier rechts den Hügel hoch? Dann können wir im Grunde von da aus da runter gucken, oder nicht? Hey ho, hey ho. Hey, 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 hey ho. Hier gibt's einfach nirgendwo Deckung. Nirgendwo Deckung. Nirgendwo Deckung. Wird man sofort erschossen. Ja. Von den ganzen Genossen. So, ich geh erstmal hier wieder ins Gebüsch. Ins Gebüsch. Ins Gebüsch, wo keins ist? Schon wieder, oder was? Ist schon, ja, ja, hier ist nichts. Ey, das ist voll Schieterei mit deiner niedrigen Grafik. So, E3 ist im größten Teil immer noch safe. Ja. Hast du hier einfach nur platte Fläche oder was? Noch nicht mal Rasen? Ja. Ist, doch, Rasen ist auch. Rasen ist da. Sitzen die ja immer noch drin. Ja, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das verbuggt ist, ob da wirklich welche drin sind. Vielleicht sind das auch zwei Tote. Boah, auf jeden Fall wird da hinten geschossen. Nee, die bewegen sich. Fuck. Da fährt ein Auto irgendwo. Ja, ich seh's. Da rechts an uns vorbei. Ja, aber die haben auf ihn geschossen, deswegen hat er gesagt, fuck, jetzt müssen wir echt aufpassen, dass uns hier jetzt keiner in den Rücken läuft. Der ist ausgestiegen, komm. Rückwärts laufen hier. Ist er da hinten, oder was? Ja, der ist da links von uns auf der Straße ausgestiegen. Das Auto steht da noch. Ach nein, wir müssen nach links. Wieso? Ja, guck mal, die Safe Zone hat sich verschoben. Haha, also ziemlich nah an die Straße ran. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der uns nicht in den Rücken läuft. Okay, der ist weitergefahren mit dem Auto, ist doch nicht ausgestiegen. Das ist die Hauptstraße, okay. Besten hoch in die Wälder, oder? Ich kann leider nicht genau sagen, wo wir sind, das ist das Problem. E3, E... Ah, zwei sind wir jetzt. Okay. Okay, müssten gleich in der Safe Zone sein. Da hinten. Da hinten stehen zwei. Ich sehe sie nicht. Beim Auto links von uns. Ganz hinten links beim Hügel. Ich kann einen Scheiß sehen. Da sitzt da einfach im Auto drin, einer. Ja, scheiß auf den. Ich gehe weiter ins Feld. Ich glaube, der hat uns gesehen.
Ja, dann soll er umso mehr einen Grund jetzt hier. Er fährt gerade mit seinem Auto rückwärts. Ja, dann geh bitte woanders hin, damit er mich nicht überfährt. Ja, da hinten sich. What the fuck? Alter, ich hab mich jetzt erschrocken. Bombenflakangriff direkt 10 cm. Fuck, hab ich mich erschrocken. Ich hab da hinten übrigens auch eine Wolke rumdüsen sehen, ne? Das heißt. Der hinten ist einer rumgefahren. Ja, der fährt da oben rechts hoch. Der kommt, pass auf, da unten. Der sieht dich gar nicht. Der fährt da oben die Straße entlang. Der Polizeiwagen. So, wir sind immer noch E2. E2 ist so. Eigentlich, wir sind komplett safe hier. Bis auf da oben, der Bereich ist E2 komplett safe. Da rechts oben ist übrigens das Auto am Qualm. Warte mal, ich glaube, da oben sitzt ja, der ist, einer. Der ist auch damit hochgefahren. Die sitzen da drinne. Das Auto sitzt immer noch da hinten links von dir auf dem Berg. Ich kann das Auto nicht sehen, da habe ich eine bessere Grafik dazu. Oh, Bombenabwurf! Haha, wieder da hinten. Wo sitzt du eigentlich drin? Im Gebüsch! Hier gibt's ein Gebüsch. Nicht alle spielen mit Low-Grafik so wie du. Bis jetzt haben mich Gebüsche nie enttäuscht. Auch in der letzten Folge, da saßen wir auch in Gebüschen drinne. Ja, die habe ich heute gesehen. Ja, es ergibt aber keinen Sinn, warum du jetzt auf einmal keine mehr siehst. Die sind Gebüsche. Da oben sitzt einer auf dem Berg einfach, ne? Einfach auf dem Berg? Ja. Alleine? Ich guck den gerade an mit meinem Dingens. Der kam, wenn er sich bewegt oder auf unsere Richtung kommt, töte ihn. Der guckt immer nach links und nach rechts so. Ja, der muss ja in unsere Richtung kommen. Da oben wird's ja nicht mehr safe dann nach der Zeit sein. Das heißt, nur töten, wenn er auch wirklich nah ist und zu uns kommt. Und ob doch wirklich sicher bist, dass er alleine ist. Ja, der ist halt einer. Das ist der, auf den sie vorhin geschossen haben. Ja, aber trotzdem warte, bis er näher kommt. Die Sache ist, ich lieg hier ziemlich scheiße. Ich muss mich irgendwie bewegen. Ja, dann beobachte ihn beim Bewegen. Da hinten fährt auch ein Auto. LOL! Der Typ ist voll in den... der ist voll... Ich hab's gesehen. Da ganz hinten ist ein Auto lang gefahren. Der ist mitten in den Bombenabwurf reingefahren. Nice. Obwohl kann er nichts für, aber... Einer schon mal weniger. Versuch ich gerade an den Rand zu sneaken. Ich versuche aus deinem Blickfeld zu kommen. Ja, wenn du Profi bist, gib ein Handy. Ansonsten stirbst du. Dann muss ich alleine weitermachen. Ah, ich sehe schon. Fabio ist gleich tot. On my map. Oh, wir müssen zurück zur Straße, ne? Das heißt, echt? Der kommt zu uns. Ja, wir müssen zurück zur Straße. Der Kreis wird kleiner zur Straße hin. Ja, ich scheine so ziemlich relativ nahe zu sein, was das angeht. Ich bewege mich auch noch 10 Stück, wir sind unter Top 10. Ich bewege mich mal weiter zum nächsten nicht existenten Gebüsch. Bloß ist immer noch die Frage ungefähr, wo bin ich? Da hinten kommt ja einiges an Grün. Okay, stimmt. Das kann auch gut sein, dass der jetzt gleich zu uns kommt. Oder wir an ihm vorbei müssen. Ist er da immer noch? Und Fabio ist tot. Bist tot? Er ist tot. Wie viel Leben hast du verloren? 0. Profi. Bloß die Frage ist, wo ist die Straße? Wo ist die Straße? Da hinten ist ein Gebäude, aber ich glaube, das zählt nicht mehr dazu. Doch, das ist die Straße. Lass sie nach links gehen. Wo bist du denn? Links von dir, über diesen kleinen Hügel. Ich campen bestimmt deinem Haus drin, ey. Oh, da kommt ein Airdrop. Oh nein, hoffentlich bin ich nicht mittendrin, ey. Geh mal ein bisschen mehr nach rechts, bitte. Der kann direkt über uns droppen lassen, wenn wir Pech haben. Immerhin, Top 10. Ich kann mich nicht mehr hinknien und so. Ja, muss irgendein Menü öffnen und wieder schließen. Das geht trotzdem nicht. Ja, muss jetzt im Stehen überleben.
Ja, jetzt geht's, nachdem ich gesprungen bin. Wir sind E2. E2 ist immer noch, ja. Leider ist dieses kleine Gebäude nicht auf der Map eingezeichnet, was es gerade ein bisschen schwierig macht, hier uns zu orientieren. Na, wie gefällt dir das Gebüsch? Ja, das ist gut. Ich sehe mich kaum da drin. Ja, dann ist ja gut. Hoffe, dass die anderen das auch nicht sehen. Wieso? Woher willst du denn das wissen? Nicht jeder spielt mit einem Gammel-PC. Ja, könnte trotzdem sein. Also wie, ich sag's dir nochmal, bis jetzt hat mich nicht ein... Bis jetzt habe ich auch alle anderen Gebüsche gesehen. Ja. Nur jetzt auf einmal in den kompletten Game kein einziges, ne? Doch, ich sehe viele. Aber die du dich reinsetzt, die sehe ich nicht. Wie lege ich mich hin? Auf Z. The fuck. So, was sagt die Map? Ah, noch mal ein bisschen kleiner, hier noch näher zur Straße. Obwohl, wir dürften hier eigentlich relativ im offenen Feld liegen. Ach, da hinten landet direkt ein paar Meter von uns ist ein Container mit dem Support. Was zur Hölle war das? Was war das? Ich weiß es nicht. Hat er einen Granatwerfer? Ach du Scheiße, ey. Lol, ich hab noch 54 Leben. Shit. Benutze ein Medipack. Bin dabei. Auf wen schießt du? Auf mich wird geschossen. Ja, ich bin tot. Rechts hinter dir, hinter dir. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich verkepp mich jetzt ins Gebüsch, was keiner sieht. Oh, da hinten läuft er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Okay, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Puh, ja, war keine kluge Idee, mitten auf dem Feld zu liegen. Ja, hier gab's ja nichts. Ach, Bäume. Alter, oh nein, ich muss in seine Richtung, oder? Shit. Ja, 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 die können mich sehen. Dann läufst du gerade. Halt's Maul. Tot, ja, haben mich weggeholt. Zwei Stück. Sechster sind wir. Ja, Sechster, immerhin. Immerhin, Leute, sechster Platz. Da kam, ja, scheinbar, das war echt dieses offene Feld. Auf so großer Entfernung siehst du die Gebüsche eh nicht. Ja. Ey, aber wieso kriegen wir noch nicht mal was? Ich glaube erst ab 5. Ja, was für eine Verarsche. Wenn man Single macht, das kriegt man schon ab 10. was. Egal. Immerhin, Leute, bis zum 6. ging's. Dann hoffen wir mal, dass euch auch diese Folge wieder von H1Z1 gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächstes Mal bei uns, bei den Gamer Neighbors. Und wir sagen, haut rein, Leute. Haut rein.